Hallo, meine Lieben, und willkommen zu der neuen Folge von Legend of Zelda Skyward Sword zusammen mit Mike. Ja, fangen wir an! Das ist besser. Okay, so, ich habe ganz viele Reichtümer, deshalb muss ich die erstmal ausgeben. Irgendwie meine ich, darf Terry gar keinen Cent mehr geben. Dann gebe ich dir ein Tier aus. Der Terry ist böse. Nein, Terry ist ganz toll. Ganz lieb. Ah, ich bin so froh, dass du da bist. Ist nur für dich. Ah, ich bin so glücklich, wenn du bei mir bist. Wenn ich in letzter Zeit an dich denke, schickt mein Herz immer ganz schnell. Ist das vielleicht... nicht gut. Geht's um was? Jetzt sag es schon. Harry, schmelze dahin. Zurück zur Arbeit. Willst du das Altenau nutzen? Ja. Wirklich, ich bin so glücklich. Entschuldige bitte, das wäre total peinlich. Also, du musst bestimmt etwas bei. Was, du willst bestimmt etwas bei mir abgeben, Schatz? Ja. Na, keine Hektik, mein Schatz! Wie sie da steht. Mit dieser Herzform. Ja, wir haben uns mühsam ein Heiliger-Schild erarbeitet. Ne? Und war irgendwie gemeint, wir brauchen keine Rubine mehr. Tue ich das jetzt weg? Ich mag meinen göttlichen Schild, weil der ist einfach göttlich. Ja, der sieht göttlich nice aus. Deshalb behalte ich den. Ist mir egal, was Ingi sagt, ob das unnötig ist. Ich behalte den. Punkt. Und da haben wir einfach zwei Schilde. Hast genau. Diesen Schild. Der kommst doch bald wieder, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jetzt durch hier. Okay. Mike, genau. Siehst Fragen. Du, wer da nicht ist? Ja, was? 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 Guck mal, dort, wo sonst der Wahrsager ist. Ich denke, können wir uns später holen. Wir machen jetzt eine Ingi-Folge. Ja, yeah, ich weiß. Aber ich würde erstmal jetzt mein Geld verprappern. Wir haben nämlich fast 2000 Rubine und okay. Ingi meint, man kann seine Tränke, also sowas wie Herztrank, kann man verbessern. Wie mache ich das? Genau. Red mal mit dem Typen dort. Hey, kann man einen Trank laden? Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn verfeinern. Oh, das wusste ich gar nicht. Gib mir einen Trank, verfeinern möchtest? Ja. Ich zeige dir, welche der Tränke verfeinern kann. Den. Ah, dafür sammeln wir die Käfer. Verfeinert hat. Ich habe das nie benutzt. Ich bin am Ende des Games. Ich habe es nie benutzt. Verfeinert Herztrank, der alle deine Herzen auffüllt. Alle Herzen. Top. Tippi toppi. Let's go. Sehr wohl. Sicher. Und fertig. Herztrank, V. Dieser verfeinerte Herztrank füllt all deine Herzen wieder auf. Wenn ich noch einen Teil der Tränke verfeinert soll, sag mir bitte Bescheid. Nochmal? SV füllt alle deine Herzen auf und ist sogar zweimal sitzbar. Alter, das ist ja mega OP. Ja, let's go, SV. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega broken irgendwie. Ja, und ich hab's die ganze Zeit eigentlich schon dir gesagt, aber du hast halt nie zugehört. Das heißt, ich hab mir einfach alles schwerer gemacht, als es sein musste. Naja, ich benutze es auch nicht wirklich. Bei meinem letzten Playthrough habe ich gar keine Tränke benutzt. Bei meinem Frog also gar keine Tränke. Okay, wir oder haben viel, noch also eine Flasche. Dafür haben wir die ganze Zeit. Ja, wir haben noch eine leere Flasche. War aber, glaube ich, einen der pinken, glaube ich, war. Einer davon war auf jeden Fall relativ OP. Was war das hier? Das ist Wundertrank. Schmieden auf deinen Schild und reparieren. Nee, das brauchen wir nicht. Nee, das nicht. Das brauchen wir gar nicht mehr im Spiel. Den anderen was, meine ich. Den habe ich geholt. Das Tabby Custard. Sieht aus wie Tabby Custard. Das ist Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du leidest für eine bestimmte Zeit. Den meinst du? Mhm. Der ist finde ich relativ sein. Cool, weil du halt wirklich... Ja, also ich habe den immer beim Endpost gerne geholt. Okay, let's go. Weil der Endboss schon teilweise gut Damage macht. Halbiert Schaden für 3 Minuten. Ja. So, und du machst den jetzt zweimal für. Machst du jetzt so, dass ich den zweimal benutzen kann? Ja. Aha. Ja. V, du wirst für eine Zeit lang unverwundbar und verlierst keine Herzen. Also schon halb Damage, gar kein Damage. Ja. Junge, wie broken ist das denn? Ich dachte, der andere wäre schon broken, aber das ist noch mehr. Das ist einfach ein Superstern. Aber für wie lange hält der, ist die Frage. Hält der weniger oder hält er immer noch 3 Minuten?
immer noch 3 Minuten. Junge, das ist echt krank. Aber ich kann dich nochmal verfeinern? Ja, hier. Nee. Okay, ja, man kann ihn einmal verfeinern. Geht nur einmal. Und die Feen? Wenn ich behalte, oder? Ich habe doch eigentlich jetzt gutes Arsenal. Herztrank, Rüstungstrank und 2 Feen. Ich bin gerade überlegen, ob es nicht 5 Flaschen gab. Schaut euch mal mein Heiliger-Schild an. Das ist so riesig im Vergleich zu dem. Moment, zu dem anderen. Das Heiliger-Schild finde ich ist geil. Ich mag das. Das ist mein Lieblingsschild tatsächlich. Echt? Generell. Nee, mein Lieblingsschild ist auf jeden Fall der hier. Ich finde einfach stylisch cooler. Aber ich weiß, dass der hier ein insgesamt besserer Schild ist als ein All-in-One-Solution. Ich weiß. Man hat aber trotzdem eine Lebensanzeige. Wahrscheinlich wird das hier selbst generieren oder so. Ich habe 69 Geld, was soll ich damit machen? Für später einfach irgendwann anlegen. Okay, Bitcoins. Also für die Bika können wir jetzt. Ich würde jetzt die nächsten Quests, würde ich alle bei. Also ich würde mich jetzt einmal bei. Also noch irgendwo hinlegen. Kurz schlafen. Bis nachts. Und dann einfach hergehen und. Bikas Haus. Genau. Ah, die wohnt und dann werde ich die ganzen Quests. Und mit dem soll man reden? Ja. Hallöchen! Schatz, wie schön, dich zu sehen! Ich bin so froh, dass du heute zu mir gekommen bist! Süß. Wir sind aber nur Freunde! Wir sind nur Freunde, wirklich! Ich dachte, das war ein Joke, als ob das wirklich Pico heißt! Ja! Okay. Mike, du kommst gerade recht. Geht es um deine Tochter? In der Tat, du scheinst eine gute Menschenkenntnis zu besitzen. Ja, es geht um meine Tochter, die Besitzerin des Itemlagers. Sie träumt nur noch vor sich hin und errötet hin und wieder ohne ersichtlichen Grund. Moment mal, ich denke, ich weiß, was dahinter steckt. Ein unerwünschter Verehrer. Kein Wunder mit diesem hübschen Gesicht. Und bei dieser Schönheit, man kann den Männern eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber nein, ein Vater darf so etwas nicht dulden. Solche Kerle haben eine Abreibung verdient. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich es bin. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du diesem Verehrer etwas ausrichtest. Er soll die Finger von ihr lassen. Ich kann sie ja nicht die ganze Zeit beschützen. Ich zahle dir auch etwas dafür. Und wenn du erfolgreich bist, darfst du ihr auch mal Hallo sagen. Aber keine Sorge, du musst mir darauf nicht antworten. Welcher Mann würde ein solch lukratives Geschäft freiwillig ausschlagen? Halte den Typen von meiner Tochter fern. Tu mir den Gefallen. Du schaffst das schon, Mike. Pika! Schatz! Okay, sie sagt nichts Neues. Okay, ich dachte, vielleicht kriege ich Rubine. Eieiei. Das ist aber sehr dreckig, der Spiegel. Eieiei. Wie das aussieht. Hui! Sieht so lustig, ob sie sich dreht. Okay. Dementsprechend, du hast jetzt Pika so weit, dass sie dich halt liebt. Und der Vater will halt, dass du dem Typen eine Abtreibung. Was für liebt? Wir sind nur Freunde. Wir sind nur Freunde. Okay, dann geh mal jetzt zum Haus von dem Wahrsager. In der Nacht. Das ist nicht der. Ach so, das war letztes Mal ein Problem. Ich weiß gar nicht, wo sein Haus ist. Von wem? Ja. Geh mal hoch zu diesem. Dort, wo. Also. Geh mal in Richtung. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Geh mal mit dem Pfeil zum Friedhof. Jetzt Friedhof. Ein bisschen höher. Jetzt rechts. Da. Da. Okay. Da kommt man rein, oder was? Nee, was? Jetzt tu dich mal hier umgucken. So, geh mal dahin. Da in dieses... auf jeden Fall dort in dieser Gasse irgendwo war der, glaube ich. Hier? Hier irgendwo. Händler, Kulkans Haus. Nee, das war der Händler. Dann war da oben. Hoch irgendwo. Da war noch ein Haus. Warum wird das eigentlich auf der Map markiert, wenn das hier oben sein soll? Weil du da noch nicht drin warst. Siehst du da das Haus? Warst du da schon drin? Hier war ich schon drin. Dort? Dort rein. Dort ist noch ein Haus. Nein, das ist es. Genau, das ist es. Da warst du noch gar nicht. Ich hab das noch nie gesehen.
Ich dachte, das führt jetzt zum Friedhof einfach wieder. Nee. Und ich musste sogar hier hoch für die Story. Warte, was? Ach so, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt reinspringen und dann bin ich auf einmal in seinem Haus drin. Der Weihnachtsmann. Hey. Okay, jetzt haben wir es gefunden. Warte, noch umsehen. Wie der mich anguckt. Kleiner Schlingel, du. No pearls. Es ist vorbei, es hat keinen Sinn. Es ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen. Meine sanften Augen sind betrübt und gebrochen, so wie mein wunderschöner Kristall. Ah, wenn ich doch bloß einen neuen Kristall bekäme. Oh, da fällt mir ein, du bist doch dieser Junge, der neulich diesen Propeller aus der Welt unter den Wolken gebracht hat. Um ehrlich zu sein, ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken. Die Ahnen von diesem Doroku aus der Werkstatt haben ihn eins geborgen und Doroku hat ihn mir verkauft. Also vielleicht gibt es da unten ja noch einen Kristall, der so ist wie meiner. Würdest du vielleicht für mich danach suchen, junger Freund? Klar doch. Oh, das ist ja wundervoll! Du bist eine Rettung in der Not! Auf dem Roboterhaus der Werkstatt gibt es solche Kristalle in einem Gebäude am Vulkangipfel. Gebieter, ich kann den Kristall, den diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel auf die Aura-Suche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen... Ja, komm mal. Servus, Gebieter. Also irgendwo beim Vulkangipfel, habe ich jetzt verstanden. Ich bitte dich, junger Freund, ohne Kristall kann ich dich in die Zukunft sehen. Und ohne meine Fähigkeiten werde ich auch dir keine Hilfe sein können. Also ich warte auf einen neuen Kristall, junger Freund. Vielleicht kriegen wir dafür ein Herzteil? Möglich? Boah, das ist aber richtig rich, dude. Also, ne, die meisten Wahrsager, die lügen zwar, aber in Videospielen sind es meistens Leute, die das wirklich können. Und das zeigt sich ja auch mit dem krassen Zeugs, was er hier hat. Ja, du musst ja in ihrem... Bro, ich hole die ganze Zeit Herzen und die kriegen mich trotzdem. Egal, komm. Egal. Also, am Tag nochmal mit Pika reden. Mhm. Oh, Gilly, Dog, Gilly. Pika, ich hoffe, es ist okay, dass ich in deinem Bett schlafe. Das ist nicht von Pika, das ist von Pico das Bett. Wo steht Pika? Alle in ihr eigenes. Hat sie ihr eigenes? Hätte man auch schlafen können? Ey, wie, ich hätte auch schlafen können, du sagst ja gar nichts. Das ist einfach Moment. Den kann ich mehr. Ich will einfach nicht mehr. Bitte. Ach, Schatz, also ich, könntest du heute Nacht zu mir nach Hause kommen? Ich möchte etwas sagen. Mein Haus ist ganz in der Nähe des Basars, ich warte auf dich. Hast du etwas abgegeben? Nee. Was soll das mit Schatz? Machst du einfach mit Absicht? Backer? Okay. Also, wir können jetzt entweder schnell die Kristallkugel holen oder wir machen noch schnell die Pika. Ja, ich mach noch schnell die Pika. Die ist mir wichtig, ja. Wir sind gute Freunde. Wir sind gute Freunde. Ich glaube, ein bisschen zu gut, habe ich so das Gefühl. Nee, wir sind die besten Freunde. Bei Nacht, ja, hat sie gesagt. Nachts. Ja, bei Nacht. Ah, warte, wenn sie bei Nacht hier ist, ne? Stell dir vor. Du bist so, du magst jemanden sehr und dann gehst du nach Hause nach einem langen Arbeitstag. Auf einmal liegt diese Person in deinem Bett. Okay, das kam gerade ein bisschen komisch rüber, als ich dachte. Egal. Wie sie direkt aufsteht. Ich war gerade am Lernen. Mike, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also, ich wollte dich eigentlich was fragen. Ah, ich frage jetzt einfach mal drauf los. Wie findest du mich? Was hältst du von mir? Also, naja, du bist die alte Frau. Piumi, du findest deine Frau ist eine alte Frau. Ja, du bist die alte Frau. Nee, ich mag dich. Wirklich? Meinst du es ernst? Was? Dann interessierst du dich ja sogar nicht für mich? Ach, das sagst du doch nur, um deine Verlegenheit zu verbergen, stimmt's? Nein. Also wirklich? Du willst mir so sagen, dass ich für dich einfach nur die Frau aus dem alten Laden bin? Aber ich hab dich gern.
Danke, auch ich mag dich, mein Schatz. Tut mir leid, dass ich dich so auf die Probe gestellt habe. Die Hand wieder. Aber ich weiß es ja. Im Augenblick hast du größere Probleme als die Liebe, richtig? Du hast einen Auftrag, ja? Ich meine, sonst würdest du ja nicht andauernd zu mir kommen und Sachen bei mir abgeben. Mach dir keine Sorgen, ich werde immer auf dich warten, deine Gegenstände in Empfang nehmen. Und wenn du deinen Auftrag erfüllt hast, werde ich dich meinem Vater vorstellen. Das ist keine gute Idee. Solange bewahren wir unser kleines Geheimnis, Schatz. Komm bald wieder, ja? Ich nehme deine Liebe an. Aber ich erwidere sie nicht. Ich krieg's keine von meinen Juwelen. Die behalte ich jetzt. Wir haben jetzt 60 Stück, damit können wir wieder eine Belohnung holen. Aber ich glaube, da warte ich lieber, bis wir alle haben. Und hi. Hallo, Mai, was kann ich heute für dich tun? Meine Tochter scheint wieder mal nicht dieselbe zu sein, ob sie wohl etwas beschäftigt. Ist das jetzt vorbei, die Quest hier mit dir? Mit ihr ist jetzt erstmal die Quest vorbei. Also, vielleicht noch mit dem Vater, bin ich mir aber nicht sicher. Naja. Nee. Geh mal zurück in den Bett und wir machen jetzt schnell die Quest mit dem Wahrsager. Ja. So, es gibt ja, by the way, ein zweites Ending. Und zwar, wir haben das Ending erreicht, wo sie uns mag. Wo wir sie zurückerwidern, mehr oder weniger. Aber man kann sie auch ein bisschen mehr zurückweisen. Dann sagt man zum Beispiel, naja, du bist nur die Itemfrau. Das? Da habe ich mich einfach gerade verhört? Sag schon, was bin ich für dich? Die Itemfrau. Was? Du interessierst dich also gar nicht für mich? Ach, das sagst du doch nur, um deine Verlegenheit zu verbergen, stimmt's? Nein. Also wirklich? Du willst mir also sagen, dass ich für dich einfach nur die Frau aus dem Laden bin? Ja, was denn sonst? Nun gut, das sagst du also, ja? Ich verstehe. Tut mir leid, dass ich dich derart belästigt habe. Ich brauche dein Mitleid nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich werde damit klarkommen. Komm wieder ins Itemlager, wenn du Sachen zum Einlagern hast. Aber lass mich jetzt allein, ja? Mach's gut, Schatz. Die Arme. Das ist einfach nur noch traurig. Deshalb wollte ich dieses Ending übrigens auch nicht in der Folge machen. Genau, Tag ein, Tag ausmachen und jetzt kann man mit dem Vater reden. Ja. Mike, hast du schon gehört? Ich glaube, meine Tochter hat tatsächlich mit ihrem Freund Schluss gemacht. Natürlich tut es mir leid, dass sie in einem Boden zerstört ist und alles und sie ist mega depressiv, aber ich bin immer glücklich, dass der Kerl endlich weg vom Fenster ist. Sag mal, Mike, habe ich dir das zu verdanken? Ach, ist ja auch egal. Für mich ist das jedenfalls ein Grund zum Feiern. Ich war schon lange nicht mehr so gut gelaunt. Ja, er freut sich zumindest, aber müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr das hier als besseres Ending findet oder nicht. Ich meine, klar, man sagt ihr mehr oder weniger die Wahrheit, weil man eigentlich lieber Zelda haben möchte, denke ich, aber sie ist traurig. Das geht doch nicht. Ah, guten Tag, Mike. Entschuldigung, beim nächsten Mal. Ich habe ein wenig nachgedacht. Jetzt ist es gut. Wenn Frauen unglücklich verliebt sind, werden sie schöner, sagt man. Und in diesem Sinne werde ich in Zukunft immer schöner werden. Das ist schon in Ordnung. Also was würde ich zu mir? Würdest du mein Itemlager nutzen? Ich meine, ganz ehrlich, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Ende. Ist in Ordnung. Da fühlt man sich gar nicht mal so schlecht. Hab ich gesehen, dein Blick. Okay. Genau, hier hinten war der Propeller. Oder warte. Nee, oben war das so. Also, irgendwann gibt. Vielleicht oder vielleicht beim anderen Tempel. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei einem der Tempel war. Was ist gerade gestorben? Wir wollen definitiv nicht lagen. Nee. Du wolltest zu einem anderen Ort. So. Genau, das daneben war es der. Das war der nämlich kurz vor dem Dungeon. Genau. Weil da bist du. Genau. Das dauert halt ein bisschen. Ich habe halt nicht im Kopf, wo genau das war.
Beziehungsweise meine ich eigentlich, dass es ein Tempel war. War das vielleicht doch richtig? Kann sein, dass es gerade eben von uns schon richtig war. Oh, hä? Warum hat denn die Aurasuche gerade dem nicht? Ich weiß so, das ist. Geh wieder zu diesem Tempel dort vorne jetzt. Einfach mal rennen. Hier rennen die mich. Ich weiß gerade nicht, warum die Aurasuche nicht ausgeschlagen ist. Guck mal nach oben. Nee, guck mal nach oben. Hä? Ah, lol, da. Ich seh's. Lol. Ich verstehe nicht, warum die Aurasuche da nicht aufgeploppt ist. Hä? Das verstehe ich nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Warum die Aurasuche da oben nicht aufploppt. Ich muss jetzt da hochkommen. Ich muss die richtige Position dafür finden. Ja, guck mal rechts, da kannst du hochklettern, oder nicht? Hä? Auf dieses Ding, auf diesen Balken kannst du hochklettern. Hier. Nicht auf den. Auf den Balken. Da, auf den Turm. Der oben liegt, den du kaputt gemacht hast. Irgendein komischer Typ hat den kaputt gemacht. Ey! Turm? Wieso geht das denn nur vom Turm aus? Mann, das nervt mich. Diese Physik von diesen Greifhaken funktioniert nicht gut. Ah, okay. War wieder klar, oder? War wieder klar. Hier sind wieder vor uns. Bro, ich hasse diesen Greifhaken. Ich hasse ihn. Dann geh mal rechts auf diesen Dings hoch. Auf diesen anderen. Dort, wo der Oingo-Boingo-Stein ist. Aber es hat doch vorhin geklappt. Geh mal dort, wo der Oingo-Boingo-Stein ist. Hoch. Und dort ist auf jeden Fall einfacher. Okay, ganz langsam. Nicht abspringen. Oh. Hä? Was steht jetzt hier? Das ist ein Kristall gefunden, der dem Wahrsagers ähnelt. Er scheint sich als Kristallkugel verwenden zu lassen. Ja, dann mach. Dann ruf den Roboter. Sehr wohl. Ich mag den Roboter. Ich mag ihn nicht. Ich wollte ihn mögen. Wer hat dabei? Ihr habt mich gerufen. Dafür soll ich abtransportieren? Hey, du grüner Weg. Du machst es dir mal wieder leicht, während ich hier alles schleppen muss. Pam! Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Wie schwer ist das wohl? Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Kristall zum Wahrsager bringst, Gebieter. Keine schlechte Idee. Sind wir jetzt hier durch? Okay. Hätten wir eigentlich hier bleiben können. So dumm. Egal. Auf zum Wolkenhaut. Ob ich direkt an seinem Haus landen kann? Glaube ich schon. Geh jetzt runter. Klappt das? Ja, klappen, ja. Klappt. Relativ. Gut genug auf jeden Fall. So. Hier wohnt er. Eine kleine Gasse. Das ist aber ein cooler Ort hier zu wohnen, muss ich sagen. Ja. Die Lieferung ist da. Ein schöner glänzender Kristall. Bitte sehr. Kommt mich jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Für die Pferde fliege ich bis ans Ende der Welt. Bis Das ist doch dieser Kristall, ist genau seiner wie mein Alter. Oh, ich spüre deine Güte, junger Freund. Nun kann ich endlich wieder in die Zukunft sehen. Besuch mich doch im Bazar, wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Ich werde dir natürlich einen Sonderpreis machen. Güte? Die nehmen wir mit. Sammle ich tatsächlich. Von deinem Kumpel. Ich klaut die Güte von anderen Leuten. Die schenken mir die doch. Besuch mich, ich gebe dir den Sonderpreis. Okay, ja, den brauchen wir aber nicht. Das ist eigentlich nur Mike, für, wenn man das Spiel lange nicht mehr gespielt hat. Mike, ne? Du musst noch zwei Quests machen, ja? Und danach gehen wir zu dem Typen. Zu dem Dämon. Okay. Hä, aber wir brauchen noch drei Quests. Wenn wir bei jeder Quest. Schau mal, wenn wir bei jeder Quest 5 Kristalle bekommen, es gibt 80, dann müssen wir doch 3 Quests machen. Okay. Wo geh ich lang? Hoch. Zu einem der Lehrer. Hier? Nope.
Ich meine, der dort war es. Otus, genau, Otus war es. Ah, der gute alte Otus wieder. Der Otus? Ja, er mag Pflanzen. Oh, da bist du ja, Mike. Konntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist ja großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Das haben wir bereits. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleibe stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich, würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche nach einer solchen neuen Pflanze machen? Keine Zeit, ja, okay. Oh, ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest, Mike. Könntest du für mich denn eine neue Pflanzenart suchen und sie mir zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast? Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für auch so festlegen. Dann let's go! Weiß nicht, was die anderen oberen Felder sind, aber egal. Die scheinen wohl nicht wichtig zu sein. Vielleicht waren sie mal da. Eins davon war Zelda, ne? Das ist, weil es gibt Leute, die machen ja die mehreren Quests gleichzeitig. Die machen sozusagen drei Quests gleichzeitig. Ah, okay, dann wusste ich, dass das geht. Das ist neue Pflanzenart, ist die hier irgendwo in diesem Gebiet oder müssen wir damit woanders hinfliegen? Wo, also, ich kann jetzt schon sagen, geh in den Wald rein. Also dort, wo es halt Pflanzen gibt und das ist halt im Wald. Was ist da gerade passiert? Warte. Ich hab's nicht aufgenommen, aber ich kann schnell über die Switch aufnehmen. Ich wollte Ingi zeigen, dass man auch früh abspringen kann und dann so einfach so rüberfliegen kann, ne? Das wollte ich zeigen. Hab gemerkt? Ah, Mist, ist doch zu früh. Da hab ich aber gemerkt, nee, der fliegt komplett in die falsche Richtung. Ich hab es einfach nochmal versucht. Und dann? Jetzt passt auf. Ich wollte Wolkenvogel holen, ging nicht. Und auf einmal bin ich wieder hier. Hä? Macht gar keinen Sinn. Auf dem Baum. Ich möchte gerne auf den Baum. Bist du auf dem Baum? Ich hab gesagt, in der Nähe des Baumes. Nee, ich bin jetzt auf dem Baum. Wow. Ja, du kannst aber auch runterspringen. Okay, such mal eine Pflanze. Gehen wir in der Richtung. Dann. Ja. Und wir holen uns mal den Stein hier, während er da ist. Wollen wir direkt hier? Oder wo? Ich habe hier keine besondere Pflanze bemerkt. Zumindest habe ich sie dann wieder vergessen. Keine besonderen Pflanzen kennst du ja nicht? Der Dude? Ja? Was? Ah, da bist du wieder! Komm, du deine Schultern, du Bild vom Verdecken! Welche Schultern? So, ihr Frechheit! Auch wenn Gumbo Schultern nicht stark und kräftig sind, hat Gumbo trotzdem welche! Aber Gumbo ist so ganz müde vom ständigen Verstecken. Das Leben ist viel zu gefährlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist. Aber Gumbo glaubt das nicht. Ich glaube nicht daran. Muss Gumbo sich sein Leben lang immer nur verstecken? Kennst du irgendeinen Ort, an dem Gumbo leben kann, ohne sich wieder verstecken zu müssen? Oh ja. Das ist ja wundervoll. Nimm Gumbo mit sofort. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt bei nur 40%. Ja, eben. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen als eine Pflanzenart anerkennt. Soll ich einen Roboter rufen? Was? Okay. Sehr wohl. Warte, was? Was? Ja. Was? Ja. Der alte Fall, ihr habt mich gerufen. Psst. Diesen Knilch hier soll ich also wegbringen. Der bist mir im Weg, dann hab ich. Los, mach die Fliege, aber hurtig. Wie süß. Dann, ich warte dann oben auf euch. Bis später. Psst. Ciao. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Q zu jener Person bringst, die dich mit der Suche beauftragt hat. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass wir den einfach mitnehmen, so. Kennst du das nicht? Dass du einfach Leute entführst für die Quest? Ach so, ja, normal. Musst du nicht voll Angst haben?
Ich meine, okay, vielleicht hat er im Wald noch mehr Angst. Ich weiß nicht, er ist der so komische Dude. Bringen wir ihn zur Ritterschule. Vor dem muss der Angst haben. Die Lieferung ist da! Eine Dame kann der Cube! Bitte der Psst! Auf mich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, bis bei! Psst! Ich werde ihn nie wiedersehen. Besser ist. Das! Was ist denn das? Das ist tatsächlich einer mir völlig unbekannte Pflanzenarzt! Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder doch ein Tier? Hm, dies ist wohl eine der größten Entdeckungen in unserer Zeit. Oh, das ist großartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forscherdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Mike. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Er ist sehr dankbar. Nehmen wir mit. Aber, was hat er jetzt mit ihm vor? Hat er jetzt Experimente bei ihm, oder? Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich würde sagen, Mike, ich würde sagen, abends solltest du nicht zu ihm gehen. Abends nicht? Nein, abends solltest du nicht zu ihm gehen. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Nein, nein! Ich bin irgendwie müde geworden. Ich nehme ihm einfach hin. Nein! Sag, guten Morgen! Ist einiges gewachsen oder war es schon vorher so verwachsen? Das ist jetzt immer so verwachsen. Das ist Red mal mit dem Cube. Und Mai, kommst du gut voran? Wenn du noch Fragen hast, kann ich dir gerne helfen. Nee, du hast. Ja, du kannst. Ich kann dir nichts fragen. Hä? Red mal mit dem Cube. Geht's dir gut hier? Wenn jemand kommt, dann kommt Muschi, der schreckt er bestimmt. Immerhin sieht Kombo nicht aus wie eine Pflanze. Bleib still, beweg dich nicht, hat der große Mann zu Kombo gesagt. Irgendwie ist das keine. Ist das keine Veränderung zu meinem früheren Leben. Oh nein! Oh nein! Der Arme! Ihm gesagt nichts, okay? Also, das Schild soll ich. Also das soll ich nicht kaufen. Obwohl wir genug Geld hätten. Wir hätten gerade genauso noch genug Geld. Aber Inge will lieber, dass ich wieder bei Terry schlafe. Okay. Die arme Pika. Ich meine, ich mag sie, aber. Ich mag sie nicht so sehr, als ich mit ihr ins Bett steige. Okay, das schon, aber ich würde jetzt nicht mit ihr. Lassen wir es einfach.